los. Mein Herr, wir können lossegeln. Sicher zurück. Wartet hier. Wir sind bald zurück. Ой, бұны өкік жа қарда! Қарақ бұйбай! Самурай! Сабир! Эхтэй болгоомжтой. Дараа мултарч чадахгүй. Shit.
Den Negumbel. Bald seid ihr frei. Marky? Ja? Euer Vater wartet in seinem Boot. Kommt mit. Ich folge euch, mein Herr. Danke. Ihr habt sie getötet. Sie hatten es verdient. Ich weiß. Ich kann nicht glauben, dass es vorbei ist. Maki! Ich bin hier, Vater. Den Göttern sei Dank. Bringt uns ans Ufer. Sofort, mein Herr. Du bist in Sicherheit. Ich war tagelang bei ihm, Vater. Tagelang. Ich hätte früher kommen sollen. Ruht euch aus. Bringt euch in Sicherheit, wenn ihr wieder bei Kräften seid. Jawohl, mein Herr. Danke. Es wird wieder besser. My Lord, please join me. Sounds like you have an interesting tale to tell, but I'm surprised to find you in Azamo. We both go where we're needed, Lord Sakai. My story is for your ears as well. Centuries ago, Tadayori Nagao was the greatest archer on our island, famed for his wisdom and perfect aim. The Kami Hachiman himself was so impressed, he gave the archer his armor, light and strong beyond compare. In those days, cruel pirates raided the coast. They threatened the town of Azumo Bay with annihilation.
The people fled to safety. But Tadayori faced the pirates alone, wearing his mythic armor. The pirates stormed the town. Tadayori's arrows tore through them. Few survived, but not one blow pierced Tadayori's armor. Years later, Tadayori died peacefully at home, but his armor mysteriously vanished. Some say his descendants guard it still, awaiting the rise of a warrior to defend Tsushima once more. The little writing about Tadayori that survives refers to a violet crown, a place in the north of Azamo, strewn with violet chrysanthemums, where Tadayori would often meditate. Driving the Mongols from our home is all I care about. This armor could help, if it's as good as you say. His armor is without equal, my lord. And I believe it is still out there. Find the violet crown. Who will face me first? What are you doing here? Leave this place. I'm not here to fight. I am Jin Sakai, nephew of Lord Shimura. You're a liar and a thief. Defend yourself. I don't want to kill you. Stop! How dare you trespass on Tadayori's sacred throne! You dishonor Tadayori's legacy, thief! We should be fighting Mongols, not each other. You're nothing but a dirty scavenger! Hold, my lord. My name is Kaede, last of Tadayori's line. I heard the samurai were all killed. Assumed you were a scavenger. I'm no thief. But I seek your ancestor's armor. And you deserve to wear it, Lord Sakai. But the armor is lost. And you have no way to find it. There is a line from an old scroll. Tadayori watches over Azamo Bay for eternity. I suspect it's a clue to where he hid the armor. Tadayori's armor gave him great speed and deadly aim. Wear it. In defense of the innocent, as he once defended Azamo Bay. Watching over Azamo Bay could mean the cliffs behind town.
cut them down. These are the men I was supposed to meet. If the Mongols found them, they could have found the main force too. I should have come sooner. We can still warn the others. Hear that? They might have found the main force. We have to help them. Hurry, my lord! Wait! We're too late! We can't save everyone. Then I will avenge the dead! The samurai remains calm before a fight. Wait! You have skill, but you nearly died rushing into battle. Don't the Mongols anger you? A samurai's most important weapon is himself. Lose control, and you risk defeat. I see. I should return home. Learn to master my emotions. Keep fighting. We need people like you. But remember the lesson. I will, my lord. Oh, sure. That doesn't mean.
Kiste! Asha Yatom, Tirin have been. Es kommen mehr Mongolen, wenn diese Männer nicht zurückkehren. Könnt ihr bleiben? Ihr könnt so viel Sake trinken, wie ihr wollt. Das geht dann aufs Haus. Ich fürchte, ihr müsst umziehen. Geht zum goldenen Tempel in Ariake. Dort suchen viele Zuflucht. Vielen Dank, mein Herr. Samurai! Was ist mit euch passiert? Es gibt einen Händler, der für die Mongolen arbeitet. Sie gaben ihm ein eisernes Zeichen. Wir wollten es ihm wegnehmen, aber er hat so viele Wachen. Dieses eiserne Zeichen muss kostbar sein, wenn ihr euer Leben riskiert. Wer es trägt, kann frei auf den Straßen reisen, ohne von Mongolen angehalten zu werden. So etwas könnte ich gebrauchen. Ihr könnt es gern versuchen. Wir mussten fliehen, aber der Händlerwagen ist noch oben an der Straße. Ich werde das eiserne Zeichen suchen. Bleibt hier und versorgt eure Wunden. Das eiserne Zeichen ist nicht hier. Mongolen. Die Männer von vorhin. Ich sollte sie warnen. Ich komme zu spät. Bitte, mein Herr! Ihr müsst den Händler mit dem eisernen Zeichen retten. Er ist mein Bruder. Euer Bruder? Ich habe ihm das Zeichen gestohlen, damit er seine Familie nicht entehrt. Wenn er die Mongolen unterstützt, verdient er den Tod. Nein, er ist ein guter Mann. Bitte. Ich kann nichts versprechen, aber ich werde ihn suchen. Danke. Seine Mörder haben bestimmt Spuren hinterlassen. Oh, my God.
Den Negumbel, der... Hießen wir nicht in Altir? Jammer nicht im Was ist passiert? Banditen, mein Herr, sie haben mein Essen geraubt. Wirklich alles. Wohin sind sie weitergezogen? Nach Nordosten, in die Wälder. Wenn ich sie finde, werden sie für den Raub büßen. Bitte tut ihnen nichts. Sie sind so verzweifelt wie ich. Ich verspreche nichts. Draußen ist jemand. Oh.
Reis. Das ist wohl das geraubte Essen. Hierher! Mein Herr, ihr seid zurück. Ich habe euer Essen. Reis. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt Reis hatte. Wurde er euch nicht gestohlen? Bitte, verzeiht mir. Ihr habt mich angelogen. In solchen Zeiten verdienen Banditen nichts zu essen. Außerdem bat ich euch, ihnen nichts zu tun. Sie ließen mir keine Wahl. Das tut mir leid. Ihr hättet nicht lügen sollen. Ich hätte euch auch so geholfen. Ich tue es nicht wieder. Versprochen. Haltet euch fern, mein Herr. Die Geister rachlustiger Samurai suchen diesen Wald heim. Warum erzählt ihr solchen Unsinn? Es ist wahr. Dies war einst ein Ort der Zuflucht. Jetzt verschwindet jeder, der den Wald betritt, spurlos. Wir sind im Krieg. Leute verschwinden. Doch selbst die Mongolen fürchten diesen Ort. Wartet bis zum Einbruch der Nacht, mein Herr. Dann schleicht der Tod im Wald umher. Ab morgen werdet ihr nicht mehr von mörderischen Geistern schwafeln. Ich bete, dass ihr recht habt, mein Herr. Wenn wir so weiterhalten, haben wir den Wald so lange wie ihr wollt. Stimmt, sogar die Mongolen machen einen Bogen drumherum. Mit dieser Samurai-Klinge Köpfe abzusäbeln macht keinen Spaß. Aber wenn wir den Wald dann für uns haben. Es war bestimmt er. Hier habe ich ihn geschützt. Schlechter! So wahr, ein Samurai-Geist. Buddha, beschütze mich. Der Wald ist sicher. Ich erzähle dem Mann am Wegesrand eine neue Geschichte. Mein Herr, ihr habt die Nacht überlebt. Und ihr eine neue Geschichte zu erzählen. Mörderische Banditen nisteten sich einst im heiligen Wald ein. Doch die Samurai-Geister, die den Wald beschützten, wurden wütend. Der letzte Krieger des Sakai-Clans hörte ihr gepeinigtes Heulen. Er befreite den Wald von den Mördern. Und die Geister der gefallenen Samurai waren dankbar. Eine gute Geschichte. Als hätten die Samurai-Geister euch gerufen, um ihren Wald zu retten. Mein Herr!
Sie belagern die Brücke! Sprecht, wir waren auf der Flucht in Tsiyoshi-Halbad. Die Brücke sah sicher aus, doch die Mongolen lauerten in der Schlucht. Sie schossen von unten auf uns. Jemand ist verletzt. Banta! Der Sohn meines Bruders! Sie benutzen ihn als Köder. Eure Familie soll sich von der Brücke fernhalten. Ich beende das. Schrei weiter, Sterb! Meine Familie überlässt dich den Tod! Der Chef sagt, sie steht! Kushiba, Abrakei, Unikal! Dann alle. Jetzt zu dem Jungen. Sie schießen nicht mehr! Es ist vorbei. Geh zu deiner Familie. Hab Dank, mein Herr! Die Brücke ist sicher! Die Mongolen sind fort. Haben sie geschrien? Kümmert euch nicht um ihr Leid. Bringt eure Familie zum Miyoshi-Heilbad. Die Straßen sind gefährlich. Jawohl. Danke.